Dann starten wir jetzt mit der offiziellen Pressekonferenz hier nach dem Heimspiel der MLP Academies Heidelberg gegen die Rheinstars Köln. Endergebnis 69:66 mit den beiden Head Coaches Frankie Ignatowitsch von Heidelberg und Dennis Murra von den Rheinstars Köln. Es war ein enges Spiel die ganze Zeit. Hinten raus dann die drei Punkte mehr für Heidelberg. Erstmal so ein erstes Statement von Dennis. Wie hast du das Spiel von deiner Seite aus Coach-Sicht erlebt mit deinen Jungs? Gratulation an Frankie zu dem Sieg. Wir haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt. Frankie hat darauf reagiert und hat dann fast ausnahmslos noch klein spielen lassen in der zweiten Halbzeit. Damit hatten wir unsere Probleme. Und wenn man eben hinten raus viel switcht, dann geht es darum, ob man in einen oder anderen schwierigen Wurf trifft oder man Play 1 gegen 1 macht oder eben nicht. Und ich glaube, mit Mac Guffney, ich hoffe, dass ich richtig ausspreche, und Lukas Hölzer, haben sie hinten raus immer 1 gegen 1 Space gemacht und wir nicht. Und dann verlierst du eben so ein Spiel knapp. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die beste erste Halbzeit, oder generell die beste Halbzeit bisher in der Saison in der ersten Halbzeit gespielt haben. Darauf können wir aufbauen. Wenn du selbst nur 69 Punkte auswärts zulässt, hast du eine Chance zu gewinnen. Wenn du allerdings nur 5-mal an der Freiwurflinie bist, dann sollte das vielleicht auch eine Spur wenig Aggressivität. Und ich glaube, da kann man noch Punkte machen, um dann wirklich auch auswärts zum Spiel zu gewinnen. Danke dir, Dennis. Frankie. Wie hast du das Spiel erlebt? Auch erstmal so dein erstes Statement, wie Dennis ja gerade sagte, die erste Halbzeit ging im Grunde dann durch das zweite Viertel an Köln, aber zurückgekommen und die drei Punkte geholt. Und ich habe auch dein Jubel zum Schluss gesehen, da war so viel Erleichterung drin, glaube ich. Was geschenkt hier und gut, ich bin halt angefangen und eigentlich schon am ersten Viertel gefühlt. Ich war sehr zufrieden, wie wir gespielt haben. Aber in erster Halbzeit werde ich mich nicht so richtig ziehen, greifen zu lassen. Ich muss das Spiel noch mal sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine oder andere Situation auf die besser natürlich ist, weil jeden Spiel auf der Welt wieder abrunden, wenn wir noch eine oder zwei Sekunden zu spielen sind. Und wir haben gerade in dem Moment, entscheidenden Moment, ein bisschen mit dem anderen Gegner natürlich schon wieder in Position gebracht. Dass wir dann treffen, solche Schädelwürfe. Manche sagen, das ist ein kurzes Signal, wie das Spiel aussieht. Aber ich habe nach der Verletzung von den anderen gesagt, okay, Jungs, jetzt kann man nichts mehr verlieren. Wir gehen mit kleinen Aufstellungen, wenn wir sind schon wieder, wie ich schon gesagt habe, und, ja, manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass aufgrund bisschen, vielleicht 2% mehr Kämpfe, haben wir eigentlich das Spiel für uns entschieden. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns, weil der bei Gennaro Sieg nach einem Kreuzband ist. Und deswegen sehen wir die Punkte doppelt. Ich bin insgesamt mit defensiver Leistung gegen neuen Gegner wie Kennen sehr zufrieden. Vor dem Spiel habe ich gesagt, wenn man gegen Kern eine Chance hat, dann kann man von einem Scheiß für Leges arbeiten, wie Kern oder was die Kern vorhat dieses Jahr. Und deswegen ist dieses Spielplan natürlich gefährlich, aber auf der anderen Seite gibt es viele Möglichkeiten, die haben eine von denen, wo wir was gewesen. Danke, Frankie. Wir kommen gleich nochmal, wie es weitergeht. Dennis, du hast schon einiges gesagt zum Spiel gerade, was man wo, wie hätte aus eurer Sicht anders machen können. Zum einen eure Freiwürfe, dass ihr quasi 5-mal daran angeschlagen habt. Aber lass uns nochmal kurz aufs Spiel eingehen. Das zweite Viertel mit 20:9, sehr, sehr souverän gewonnen. Und dann geht man in die Pause rein, die Jungs sind ja dann motiviert, kommst raus, musst keine irgendwie Hammeransprache machen, weil alles läuft ja gerade. Und dann kommt das dritte Viertel mit 21:13. Du hast gesagt, hinten raus hat Franklin dann viel geswitcht und die kleinen Kurzplays gespielt. Wie passiert das denn quasi aber schon so nach dem dritten Viertel? Wie war das für dich? War das so der Umbruch, dass da Heidelberg dann einfach diesen Schritt schneller war und die Punkte jetzt, oder auch vielleicht für das Motivationelle, das mitgenommen hat, zu sagen, hinten habe ich die drei Punkte mehr? Ja, sehr gerne hätte man natürlich im dritten Viertel da Heidelberg ein bisschen auf Distanz gehalten, relativ schnell rangekommen, sodass, glaube ich, unsere Spieler dann mit der Situation doch auch zurechtkommen mussten. Gibt ihnen ja keine andere Wahl, denn es war ja nur eine Menge Zeit zu spielen. Was genau da am Anfang des dritten Viertels schief gelaufen ist. Heidelberg hat ein paar freie Dreier geworfen und heutzutage kommt man da eben auch schnell ran.
wenn man 10 weg ist oder 15, das hat eben so schnell wie der Basketball geworden ist, heutzutage noch nicht mehr so viel zu sagen. Im Endeffekt wurde man dann auch ein bisschen verunsichert. Klar, wir sind eine relativ junge Mannschaft, wir sind, haben ein paar Jungs, die neu sind in der Liga, die neu sind in Deutschland und die einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um ihre Qualität dann auch zu zeigen und vor allem konstant zu sein. Und das haben wir heute nicht, im dritten Viertel waren wir einfach nicht gut genug und im Endeffekt haben wir es da ein bisschen auseinandergegeben. Danke, Dennis. Wir schauen mal gleich bei euch noch, wie es weitergeht. Und Frankie, waren so die drei Punkte, wenn ich hier schaue, so 15-14, 36% Trefferquote bei den drei Punkten, waren das immer diese Momente, weshalb wir auch, denn Köln hat es anders gemacht, die haben ordentlich getroffen von der Distanz. Waren das so die Punkte, wo Köln durch immer wieder wegkam? War das die Schwierigkeit für dich heute? Na gut, wie man so schön sagt, von einem Tod muss man sterben. Also wenn man Spiel aufhört und der Ramsey schießt erste und glaube ich zweite Teil diese Saison, ich vielleicht täusche mich und richtig gerade, dann ist es ganz schwierig, weil wir haben wenig Möglichkeiten, manchmal die Kämpfe zu scouten, weil die Pech haben, die ersten zwei Spiele viel gegen Sonne zu spielen. Und dann kann ich nicht mal so große Folgen von Martin Seifert machen, wenn er dann absieht von seinem Gegner, aber sein Gegner kriegt zwei, drei. Sicherlich ist das Problem. Ich habe aber auf jeden Fall zu manchen gesagt, wir gehen nicht so einfach aus der Liga-Gruppe, sondern wir versuchen jetzt erstmal alles. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns schlau einstellen, wir können noch besser verteidigen. Also zwei oder drei Viertel haben wir ohne Teamfouls beendet. Sogar der letzte Schuss war nicht schnell. Wahrscheinlich wollten wir nicht besser oder eine andere Spieler in die Freiwillige schicken. Deswegen, okay, das ist wie jedes Jahr gegen Kenny. Die Spieler haben das in sich schon sicher. Das war so ein Feld, der Ende hier. Wie gesagt, erst muss man gucken, was sie mit Janani und dann schauen wir mal. Danke dir, Frankie. Dennis, jetzt geht es für euch weiter gegen den Aufsteiger in die Pohal Karlsruhe. Ich denke, auch das Zuhause, da kann man schon durchaus sagen, als Favorit. Jetzt ist das ein leichter Umstieg in Anführungszeichen von einer Niederlage, die umkämpft war, wie in der letzten Saison ja auch, was Frankie gerade schon sagen. Ist es leichter, dann so einen Gegner zu haben oder werden jetzt schwieriger Gegner wieder? Und wie geht es jetzt weiter bei euch? Ich glaube, das sind Frankie und Ex und ich uns, glaube ich, eigentlich gibt es keine einfachen Gegner in der Pohal. Die ist einfach sehr eng besetzt und da sind 10, 12 Mannschaften, die in den Playoffs gespielt. Wir haben frühzeitig große Ziele formuliert. Insofern sind wir eigentlich in jedem Spiel ein bisschen unter Druck, weil wir einfach gewinnen wollen, weil wir uns oben festbeißen wollen, weil wir uns für die Playoffs gute Ausgangssituationen schaffen wollen. Dafür haben wir 30 Spiele Zeit, glaube ich, wenn ich da richtig lege und gerade richtig rechne. Und Karlsruhe ist alles andere als ein normaler Aufsteiger. Die sind sehr tief besetzt. Wir haben eine Menge Qualität und wir wollen nicht, dass wir trotzdem uns jetzt verbessern in dieser Woche. Ja, und dann gucken wir aber nicht in unserer Köln Arena den ersten Sieg ein. Danke dir, Dennis. Dann schauen wir auf das, was kommt bei Heidelberg. Jetzt geht's nicht weit weg, nächste Woche nach Hanau. Zu einer Mannschaft, da kannst du gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und dann natürlich in zwei Wochen nach Hamburg, beziehungsweise Hamburg kommt nach Heidelberg, das nächste Heimspiel. Wie sieht's aus? Celani ist ja das eine Thema. Wie wird es jetzt weitergehen? Gut, Celani wird die Fußball bis morgen abwarten. Es sieht nicht gut aus, weil es auch kein Geheimnis ist. Aber ich muss sich Diagnose stellen, bin auch kein Arzt. Und Hanno habe ich in der Preseason, weil das ist bei mir um die Ecke, habe ich ihn zweimal gesehen. Ich spiele auch kleine Rotation, aber die Mannschaft spielt viel besser als letztes Jahr. Dieses Sieg gestern auch in dieser Höhe in Köln, das ist nicht super. Wir müssen genauso wie Köln, genauso wie jede Mannschaft, die Liga versuchen, die Woche für gute Trainer zu ersetzen und dann nach Hamburg zu fahren. Haben wir letztes Jahr gewonnen, haben wir vor zwei Jahren gewonnen, auch nicht, haben wir den Hamburg nie verloren. Trainer machen heute die alle.